Willkommen zurück zu meinem Let's Play Sonic Roll Blast 2, wo wir zuletzt in den Magma Caves stehen geblieben sind mit Tails. Und ich muss mal kurz nachschauen. Ich muss mal kurz nachschauen, wie die Zeiten sind. Ob ich das jetzt schnell genug schaffen kann. Und das ist schon wieder mir diesen seltsamen Fan Drop gegeben. Wie beim letzten Playthrough mit Sonic. Muss ich das eigentlich deutlich schneller gehen. Ich meine, ups. Ich meine, es ist nach wie vor immer noch dieselbe Special Stage und ich habe sie vorhin nur so langsam abgeschlossen, weil, ups. Damn it! Nein! Au. Screw it! Damn it, ich hab's voll vermasselt. Ah! Ist nur, weil ich direkt hinter der Linie war, ich Idiot. Ich könnte mir jetzt schon wieder Vorwürfe machen. Komm, stirb. Mann, ey, ich habe so viele jetzt fehlen. Wenn ich es nämlich richtig hingekriegt hätte, hätte ich nämlich so richtig fett viele abbekommen. Autsch. Also wenn es klüger wäre, wäre es erst komplett nach hinten zu gehen und danach sich die zu holen. Oder vielleicht gleich alles richtig machen. Ah. Mann, wie konnte ich jetzt dabei scheitern? Ich hätte es so oft gemacht. Und ich weiß, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt, wie ich es schon zum 10.000. Mal sage, aber das ist nun wirklich ridiculous. Ich meine, come on! Wir können jetzt mit diesem Super Paraloop scheitern. Hätte ich das jetzt nicht vergeigt, dann. Mann, Lava Rage. Voll für den Arsch. Hab viel zu lange gebraucht. Das ist voll natürlich voll der Scheißdreck. Jetzt muss ich wieder meine ganze Rage an Dr. Robotnik auslassen. Ja! Der Eggman. Robotnik. Schrottnik. Stirb! Dränge dich in die Enge. Aha. Sogar gereimt. Mann, bin ich gut. Wuhum, ich stand auf den Schleim drauf und es hat mir keinen Schaden gegeben. Gangster. Ich fühle mich gerade total gut. Hier fehlt noch ein Emerald und Emblem Heinz. Climb up to Maze. Okay, das ist Knuckles. Follow the left part. A square green button lurks deep. White it's down somehow. Yes. Das wird ein langes Ding. Das ist auch wieder Knuckles. Yep, also ich muss jetzt den linken Pfad folgen. Wie schon gesagt, ich hätte es auch mit Sonic machen können, aber ich musste dafür backtracken und das habe ich eingesehen. Mann! Killers! Das soll jetzt wahr sein, ey. Das darf jetzt so doch alles nicht wahr sein, oder? Das darf jetzt alles nicht wahr sein. Das darf einfach jetzt alles nicht wahr sein. Das kann alles jetzt einfach nicht wahr sein, Mann. Jetzt frag ich sogar schon in Deep Sea Zone ab. In der Dark Sea Zone. Mann. Ah. Jesus. Hilf mir. Oh Gott. Ein Token mehr brauche ich nicht. Insofern ich nicht blöd bin. Ah, ich werde es sowieso vermasseln, oder? Sag mir, seht's doch kommen. Ich werde es vermasseln. Gibt es keinen Zweifel. Okay, erstmal muss ich diesen Garigol mitnehmen. Zum Glück spuckt er kein Feuer. Wenn der auf mich gelandet wäre, wäre es irgendwie bitter gewesen. Hätte er mich nämlich zerquetscht. Wehe, du Fisch, kommst auf die Idee, mich zu verfolgen. Ich warne dich. Ich habe eine Morddrohung auf dich gemacht. Ah, Hilfe. Emblem. Luft! Luft! Oh. Panik, ey. Panik. Wuhum, ein extra Leben bekommen. Welches ich vorhin geskillt verloren habe.
So, hier einfach durchzukommen, ist eigentlich relativ simpel. Fliegen. Also, so Spin-Dashen und Fliegen, meine ich halt damit. Hier Problems, danke. Hier durchzukommen ist auch relativ einfach, hätte ich auch mit Sonic machen können. Auch mit Spin-Dash, aber nicht mit Fliegen-Kombination, sondern mit einer anderen Kombination. Dann wäre ich also ein bisschen schneller durchgekommen. Und boom! Nice one! Nice shot! Haha! Hab's eben voll drauf. Und so. Und hole ich mir wieder das Extra-Leben. Wie immer. Keine Ahnung, warum ich so fanatisch auf Extra-Leben reagiere, aber das tue ich nun mal. Und es war ein weiteres Extra-Leben. Also die restlichen zwei muss ich dann mit Knuckles einsammeln. Ja! Yes! Tails got through Act 1. So true. Und das ist jetzt die Ex-Satellite Zone. Ja, das letzte Mal bin ich gescheitert an einigen wenigen Millisekunden. Was ich ehrlich gesagt ziemlich lächerlich fand. Das ist alles gestern gewesen, beziehungsweise eigentlich auch teilweise heute, weil ich habe sie ja bis 1.18 Uhr aufgenommen, wie ich sie ja in meinem letzten Part erwähnt habe. Und danach ist es mir gelungen, bei meinem letzten Versuch, den ich machen wollte, oh, die Irony, yeah. Yeesh. Das ist so lustig. Wow. Bin so klein und so schnell. Bin wendig. Ups, bremsen. Hätte ich ja vorhin die Dings nicht verfehlt. Die einen, blauen Sphäre. What the fuck, ich bin da festgesteckt. What the fuck, man, ey, was ist das jetzt gerade eben? Bin einfach festgesteckert. Ganz ehrlich, Mann. Also ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Also ehrlich gesagt, dass ich da in diesem Moment drin steckte, konnte ich überhaupt nichts mehr machen, außer nur mich einquetschen lassen. Und hier ist ein Emblem. Wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall. Und der Laser hat mich erwischt. Das erste Mal eigentlich in meinem kompletten Playthrough. Schnell! Wuhu! Aber eigentlich benötigt man eigentlich das richtige Timing, um da reinzukommen, damit man nicht vom Laser getroffen wird. Das ist bei mir etwas schwer. Nee, scheiße. Heilige. Heilige. Damn, ich hab diesen Part jetzt total wieder vermasselt. Okay, diesmal bin ich optimistisch, dass ich es unter 2 Minuten schaffe. Ohne weiteres. Ist ja hier an sich nicht schwer. Man benötigt nur das richtige Timing und ähnliches. Wow. Ach Mist. Mein Link habe ich aber immer noch. Mein Link habe ich immer noch. Und abgeschlossen. Und wie schnell war ich diesmal? Sogar mit Emblem deutlich schneller. Und ich habe mal Cooper Blast freigeschaltet. Oh. Nice. Allerdings kann ich mal Cooper Blast bis jetzt noch nicht anspielen, weil. Ja. Mir fehlt da noch was. Ja, also was habe ich hier jetzt für Embleme, die mir fehlen? Fast alle. A waterfall land near the star post in a cave. It's stuck up there, but... Ah, ich weiß schon, Tails Emblem. So many blocks here. Take 5, bathe in the fountains. Hidden path. Das ist... Knuckles? Ornate dragon face is a secret passage. Knuckles don't get crushed. Ja, aber der Knuckles Emblem. In the current maze hides a dark room. Ach ja, da. Das habe ich ja gesagt, wo ich mit Sonic versucht habe, in Whirlwind. Wo ich gesagt habe, ich habe es nicht versucht mit Sonics Whirlwind Shield. Hat aber überhaupt nicht geklappt, was mich eigentlich auch nicht wirklich verwundert. Jetzt kann ich auch demonstrieren, wenn man einen Emerald Token einsammelt und alle Emeralds besitzt. Na, das habe ich eigentlich schon einmal gezeigt, aber ja. Ich stecke in der Wand fest. Hier, 5 Sicherungen, allerdings kann ich mir mit Tails nicht verwandeln. Ich kann höchstens nur wieder losfliegen. Zu verwandeln muss man nämlich zweimal den Sprungknopf drücken, was ich mit Sonic überhaupt nur ein einziges Mal vorführen konnte. Beziehungsweise, ja, nur ein einziges Mal, und ich es einmal ordentlich vermasselt habe, es vorzuführen. Nee, nein, ja, ein paar Ringe verfehlt.
Mist. Ich hab's immer geschafft, alle Ringe so on the floor zu bekommen. Aber das ist eigentlich keine so große Kunst. Genau diese Höhle wurde gemeint. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich bin gegen eine Wand geknallt. So, ob ich abgebremst worden bin. Ich fiel einfach so lange rückwärts, bis ich es bekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Es ist so irgendwie ein bisschen glückbasiert, wie man das Emblem bekommt. Es ist so dunkel hier. Oh mein Gott! Ein Symbol bitte. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich verstehe es gerade nicht. Das Emblem ist nice und unsichtbar. Es ist so schwer zu erkennen. Ja. So. I think I have a problem now. Der Heilige. Dann flieg so halt mittig rückwärts. So, ich versuch's zumindest. In diesem Leben ist nämlich irgendwie ein bisschen beschissen. Ich komme da einfach nicht ran. So bescheuert schwer. Dieses Emblem, ey. Dieses Emblem, Mann. Dieses Emblem zu bekommen ist einfach nur so. Okay, könnte die Helligkeit ein bisschen höher drehen. Nein, das hier habe ich den Movie Mode enabled. Nein, Helligkeit ändern jetzt hier nix. Ja, heilige Scheiße, wo ist das Emblem hin? Ich bin schon wahrscheinlich hinten. Schon weit genug hinten. Ich verzweifle langsam. Okay, wisst ihr was, Leute, ich schneide das aus, bis ich das Emblem dann bekommen habe. Es ist irgendwo dort hinten, man kann es nicht sehen. Es ist so beschissen dunkel dort hinten, dass man da irgendwie ein bisschen Glück benötigt, um das Ding zu bekommen. Also ich melde mich, sobald ich das Emblem dann habe. Also dann, man sieht sich. Bis zu dem Zeitpunkt. Leute, ich habe das Emblem noch nicht bekommen. Allerdings werde ich das Emblem noch später einsammeln. Das sieht nämlich daran, der OpenGL-Render macht nämlich alles verdammt dunkel, wie man hier sehen kann. Und das erschwert mir die Suche nach dem Emblem um einiges, weil wenn ich im Software-Render laufen lasse, habe ich soeben mal kurz ausgetestet, dann kann ich eigentlich das Emblem ohne weiteres sehen und auch einsammeln. Aber es funktioniert leider hier halt im OpenGL-Render überhaupt nicht, weil hier alles schwarz ist. Muss ich halt im Software-Render mal neu starten. Aber ansonsten habe ich halt eben keine andere Wahl. Weil ich meine, es ist hier alles schwarz und im Dings, im Software Render kann ich halt noch einigermaßen was erkennen. Weil ist der Software Render ewigst beschissene Qualität, was Video angeht. Also wenn ich nach hinten komme, dann muss ich ja nach vorne rutschen, habe ich gesehen. Ah, ich hab's eingesammelt! Hey Leute, ich hab's bekommen! Ich hab das Emblem eingesammelt! Ich hab das Emblem einsammelt und Dingsbums Dagling gehört. Und jetzt habe ich es eingesammelt. Woohoo! Ich bin ein Genius. Jetzt, nachdem ich zum Software-Render geguckt habe, wo das Ding ist, habe ich es jetzt irgendwie bekommen. Keine Ahnung. Weird. Whoops. Nein! Nein! Jetzt fall ich noch einmal runter. Jetzt bin ich beim Emblem-Einsammeln runtergefallen, jetzt bin ich hier auch runtergefallen. Schon mein dritter Fail mit Tails. Tails hat 3 Fails. Oh Mann. Bin ich froh, dass ich das erste Emblem dort eingesammelt habe.
Nun denn, da muss ich noch das zweite Tails-Emblem einsammeln und dann habe ich es eigentlich so wie geschafft. Ich kann es euch mal im Software-Render vorführen, was das eigentlich genau zu sehen ist. Denn eigentlich ist der Software-Render so dermaßen beschissen. Boah, darüber will ich eigentlich gar nicht reden. Es ist nämlich ewig verwackelt. Die Grafik ist gerade mal nur 8-Bit und ja. Ich erwarte eigentlich so viel, aber OpenGL sieht so schön aus. Weil eben das verwackelte Bild und außerdem führt es gerne mal im Software, doch Software-Render mal auch gerne aus so kleinen Grafikfehlern wie zum Beispiel Desktop-Verfärbungen. Weil das Ding eben in 8-Bit läuft und das System auf 32-Bit eingestellt ist von der Farbtiefe her. Und dann passieren so weird Sachen, solche weirden Sachen, ganz ehrlich. Das ist was Seltsames, habe ich den OpenGL-Render eigentlich sehr bevorzuge, auch wenn er so manchmal seine kleinen Flaws hat. Ich denke, nach dem Part wird es dann soweit sein, dann werde ich, mal Cooper Blast anspielen. Das kleine Secret. Wenn ich also zumindest mit zu Tails durch bin, ich weiß jetzt nicht so genau. Ich muss nämlich irgendwie den Emblem-Radar auch mal vorführen und die meisten Embleme habe ich ja schon. Mir fehlen eigentlich nicht mehr allzu viele und ich will auch den Emblem-Radar in seiner vollen Pracht vorführen. Ups. Und gerettet. Da kommt man nur mit Tails und nur mit Knuckles. Mit Sonic kommt man da nicht hin. Habe ich sogar mit meinem Whirlwind Shield versucht. Der Versuch ist alles, ne? J-Anima! Woohoo! Macht das Spaß! Yay! Ja, aber jetzt sind meine Leben wieder gut gemacht, meine verlorenen. Wir müssen hier ein bisschen auf diesem Weg ein paar so viele extra Life-Monitore platziert, meiner Meinung nach. Oder es liegt einfach nur daran, dass ich so viele Ringe einsammle und ich mich nie treffen lasse. Weil ich einfach nur zu gut bin. Keine Ahnung. Eventuell. Eure Meinung, mal lasst mal die in die Kommis. Ist das Spiel wirklich so einfach? Ha. Ach komm, zwei Ringe noch. Die hole ich mir. Die finde ich hier. Das sind sogar mehr als zwei Ringe gewesen. Waren 6 Ringe. Woohoo. Und ich habe bisher einen kleinen Bug noch zum Vorführen. Ich rutsche nicht, ich laufe. Weil der Bug steht nämlich da, wenn ich nämlich hier an der Seite bin, dann slidet es mich so weg, an der Seite schon. Wenn ich allerdings rechtzeitig weggehe, kann ich das Sliden fortfahren. Allerdings, wenn ich eine Stufenänderung nehme, dann ist das Sliden wieder weg. Finde ich eigentlich lustig, so sliden. Sieht lustig aus, finde ich. Ach ja, der nächste Boss. Ob ich den wieder ohne Schaden schaffe? Möglicherweise. Naja, Fliegen ist ja eine durchaus nützliche Fähigkeit, also ich denke schon. Und wann geht das nächstes? In die Mitte. Das hat eigentlich kein so großes Problem, weil ich meine, ich kann fliegen. Ich bin ein Fuchs, der fliegen kann. Seems legit. Problem. Bei seiner ersten Dreier-Klon-Phase schießt er nur einmal. Ups. Scheiße. Wow, raus aus dem Wasser. Er ist da drüben. Und nach seinem ersten Treffer schießt er nur zweimal, nach seinem dritten Treffer schießt er nur ein einziges Mal. Ja, meine Fresse, deshalb bist du da drüben. Hab dich. Okay. Hab dir ein bisschen durchgeglitscht. Scheint mir so. Es verschwindet er sofort wieder, dieser Spacko. Nein, der fliegt immer dort, der geht immer dorthin, wo ich nicht bin.
Oh ja, nice. Perfekt. So lobe ich mir das. Und das schließt jetzt meinen jetzigen Part ab. Wie es dann weitergehen wird, sehen wir in dem nächsten Part. Ob Tails durch Castle Eggman Zone kommen kann, ohne Schaden zu nehmen. Ob er auch die restlichen Embleme finden kann, erfahrt dies alles im nächsten Part. Take care.